lachte dich ja tot. Eine deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin, die glaubt ja immer noch, dass du 7-mal Obst und Gemüse am Tag essen sollst und deine Ernährung zu 60% aus Kohlenhydraten bestellen soll. Also wo bringt so eine Gesellschaft auch nur irgendeine medizinische Erkenntnis mal in die Umsetzung? Das funktioniert halt alles nicht. Man muss das Thema Korruption in den Griff bekommen und diese Interessensproblematiken in den Griff kriegen. An der Spitze, an diesen Entscheidungsgremien und im Bundesgesundheitsministerium dürfte es keinen einzigen Angestellten mehr geben, keinen Minister, der auch nur irgendeine Verbindung in finanzieller Hinsicht zu irgendeiner Institution, einer Firma oder sonst was hat. Und wenn du Evidence-Based Medicine Krebstherapie machst und der Patient stirbt, dann ist es okay. Mhm. Und wenn du Evidence-Based Medicine nicht machst, aber eine andere Medizin machst, die vielleicht sogar besser ist, die 70% Heilung oder 90% Heilung hat, und du machst dann Fehler, dann bist du aber gleich rechtlich dran, weil du hast ja nicht Evidence-Based Medicine gemacht, obwohl du die bessere Medizin machst. Und das ist unser Kernproblem. Ich habe jetzt gerade gesagt, die Japaner sind 10 Jahre voraus. Das war natürlich ein Witz. Die sind 30 Jahre voraus. Also in Japan ist eine ganz andere Medizin. Die können Dinge, da träumen wir einfach von. Und die wissen Dinge, auch in der Behandlung, braucht es keine Medikamente, die saumäßig teuer sind, sondern da hat es ein banales Vitamin, mit dem die super Erfolge haben. Und auch bei vielen anderen Erkrankungen nehmen die halt hochdosiert Mikronährstoffe. Der klassische Arzt aus meiner Anfangszeiten, der hat sich ja logischerweise nicht behandelt, weil der ja eigentlich die ganzen Nebenwirkungen auch kennengelernt hat, der Medikamente. Also das heißt, du hast als Arzt zwar Zugriff auf Medikamente, aber du hast nicht unbedingt Bock auf die Medikamente. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein Name ist Jan Schumann und ich interviewe heute Christian Burkhardt. Und wir sprechen heute über das Thema Medizin, wie sie heute ist. Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile? Was könnte man verändern? Welche Auswirkungen hätte das auf unser Gesundheitssystem? Also genau, haben wir eher vielleicht aktuell ein Krankheitssystem oder haben wir ein Gesundheitssystem? Und mit welchen auch teilweise sehr einfachen Maßnahmen könnte man drastisch positive Wirkungen erzielen? Darüber spreche ich mit Christian Burkhardt. Christian ist Arzt, er ist Universalmediziner, unter anderem Experte für Zellstoffwechsel, hat sich sehr intensiv mit chronischen Erkrankungen oder auch offiziell unheilbaren Erkrankungen auseinandergesetzt. Damit wird er auch täglich in seiner Praxis in München konfrontiert. Eins seiner Credos ist Messen, Machen, Messen. Das heißt, du machst auch intensive Labordiagnostik, um zu schauen, okay, wie wirkungsvoll sind die Maßnahmen, die Therapien, die ergriffen werden. Und wir sprechen heute auch über deine persönliche Gesundheitsreise. Du hast ja auch als normaler Schulmediziner angefangen und hast dann Step by Step auch teilweise mit Leid und Schmerz erfahren, dass es noch andere Dinge nebenbei gibt, die auch sehr wirkungsvoll sein können. Und ich würde sagen, wir steigen mal ein in diese Reise und auch in deine Ansichten in Bezug auf das Gesundheitssystem. Gibt es noch was man zu dir wissen sollte, oder wollen wir anfangen direkt und loslegen? Ach, bei so viel Vorrede würde ich sagen, direkt loslegen. Kommen wir direkt zum Punkt, okay. Du hast irgendwann mal Medizin studiert und hast dann als normaler Schulmediziner gestartet. Bist auch heute noch ein Fan zu teilen, also von der Schulmedizin. Vielleicht gibst du uns mal so ein paar Einblicke in deine Anfänge, wie es losging, welche Erwartungen du damals hattest. Vielleicht waren es auch einiges Illusionen, weil du wolltest wahrscheinlich die Leute gesünder machen mit dem, was du lernst, gehe ich davon aus. Genau, also wenn wir zurückgehen an die Anfänge meiner beruflichen sozusagen Karriere, dann war eigentlich vorgesehen damals, dass ich mir überlegt habe, es gibt zwei mögliche Jobs, die ich machen könnte, Kinderarzt oder Regisseur. Das war sozusagen der eigentliche Anfang. Und ich habe mich eigentlich für Regisseur entschieden und habe mich damals auch an der Filmhochschule München beworben, wo ich natürlich sang- und klanglos noch in der Vorauswahl aussortiert wurde. Ich kann mich noch erinnern, die hatten damals ein spannendes Thema, Gefahr von rechts. Man sollte einen Beitrag machen zum Thema Gefahr von rechts. Und das war auch vor, keine Ahnung, das ist mittlerweile 25 Jahre her, war das anscheinend schon ein Riesenthema, die Gefahr von rechts. Und ich fand das Thema dann auch, gedacht, oh nee, nicht wirklich. Das ist so politisch und da wollte ich nicht mitmachen. Ich habe gesagt, okay, Gefahr von rechts, da könnte man auch ein bisschen kreativ sein. Und dann habe ich einfach einen Autounfall nachgestellt, wo das Auto halt von rechts gekommen ist. Aber dieser Beitrag ist wahrscheinlich null angekommen, war wahrscheinlich auch nicht richtig gut gemacht. Auf jeden Fall bin ich nicht in die weitere Reise gegangen. Ich konnte also mich nicht weiter beweisen in der Vorauswahl, um dort einen Platz zu bekommen. Und dann musste ich mich tatsächlich für Kinderarzt entscheiden.
und habe mich dann dementsprechend auch für das Studium beworben und habe dann meine Reise, sozusagen meine medizinische Reise angefangen mit der Universität dann hier in München, mit dem Rechts der Isar und der TU München und im Biederstein Krankenhaus. Da waren so damals meine Hotspots, wo ich mich aufgehalten habe und dann Medizin gelernt habe. War unter anderem auch auf der Kinderstation und habe Windeln gewechselt und versucht, Kinder zu behandeln und mich mit Müttern und Vätern auseinandergesetzt, was mich dann dazu gebracht hat, dass ich doch nicht Kinderarzt werden wollte, sondern dann bin ich eher in die Richtung Orthopädie gegangen und hatte dann eine lange Zeit in der Orthopädie, erst in Rechts der Isar auch und dann noch in anderen Bereichen, eine Praxis, eine niedergelassene Praxis in München, Dr. Nager, wo ich dann lange war, und dann in Krankenhäusern rund um den Chiemsee in der Gegend, wo ich dann auch noch etwas war, im bayerischen Voralpenland. Und dann habe ich auch dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich die Orthopädie einigermaßen gut kannte und damals war die auch noch nicht so fortschrittlich wie heute. Damals war die ziemlich konservativ und dann wurde die sehr schnell langweilig, weil alles, was konservativ ist, wird recht langweilig mit der Zeit, ja. Weil du immer dasselbe machst, du hast dann keine große Entwicklung. Und zu meinen Be Zeiten, wo ich begonnen habe, war Medizin ziemlich konservativ. Noch sehr viel konservativer, als man sich das heute so vorstellen kann. Und dann habe ich gedacht, das kann ich und halte ich auf Dauer nicht durch. Und dann bin ich zu einem niedergelassenen Arzt nach München, in München gegangen und habe dort Notfallmedizin gemacht. Also habe sehr viel Hausbesuche gemacht. Da gibt es den kassenärztlichen Notdienst in München, den gibt es ja überall. Und da habe ich, glaube ich, mehrere tausend Hausbesuche gemacht und habe mich dann so ein bisschen in das innere Thema hineingearbeitet, um dann eine Praxis in München zu übernehmen, am Harras, wo ich mich mit dem Thema internistische Medizin, Allgemeinmedizin auseinandergesetzt habe. Und die wurde dann relativ bald umbenannt ins Burnout-Diagnostik-Institut, weil auch da in der Allgemeinmedizin die konservative, sage ich mal, Herangehensweise an das Thema Medizin, also Klassiker, Cholesterinwerterhöhung. Wir geben Cholesterinsenker, Blutdruck erhöhen, wir geben Blutdrucksenker, Erkältung, wir geben Antibiotika oder was auch immer, oder ein NSAR, ein Schmerzmittel. Also diese Herangehensweise, wir haben eine Krankheit und suchen uns das passende Medikament dazu aus, das hat mich nach 3 Monaten schon so genervt. Weil die Leute ja 3 Monate später wiederkommen mit dem gleichen Problem. Das heißt, deine Blutdruckpatienten kommen alle 3 Monate, um sich ihre Tabletten abzuholen. Deine Cholesterintablettenpatienten kommen alle 3 Monate. Deine Diabetiker kommen alle 3 Monate. Deine chronisch müden Patienten, deine Schilddrüsenpatienten, sie alle kommen alle 3 Monate wieder, klagen über dieselben Probleme und du sagst dann wieder hier ihre Tablette. Und das fand ich ziemlich blöd. Und dann kam sozusagen so langsam begann dann die Reise, wo ich mir dann gesagt habe, jetzt lege ich mal los und guck mal, ob es noch Alternativen zu der Medizin gibt. Okay, und als du angefangen hast, als du dich nach deinem legendären Gegen-Rechts-Film dann entschieden hast, Medizin zu studieren, was waren denn so deine Motivation? Hast du dann gedacht, okay, da lernst du, wie du Leute gesund machst, also du willst den Menschen helfen und das, was dort gelehrt wird, ist dann quasi die Medizin schlechthin, wo alle mit gesund bleiben? Meine Motivation war Kinder. Also ich Kinder. war immer schon ein großer Freund von Kindern. Habe es bis heute nur auf eins gebracht. Vielleicht kann ich das nochmal ändern, wenn ich Longevity ein bisschen besser beherrsche. Aber ich wollte mit Kindern arbeiten, weil Kinder sind halt einfach natürlicher. Ich bin jetzt nicht der große Sprecher Ja. und große Smalltalker, sondern ich halte mich da eigentlich eher zurück. Ich habe eine sehr glückliche Kindheit gehabt, muss man auch sagen. Ich habe also extrem viel spielen können, sehr viel Spaß hatte, sehr viel Freude in der Kindheit gehabt. Und das ist sicherlich eine Grundlage gewesen für mein späteres Leben, war meine Kindheit, die perfekt gelaufen ist bis zum meinem 10-Jährigen. Da kann ich also über gar nichts meckern, bis zum 10. Geburtstag so ungefähr. Und diese Zeit bleibt natürlich immer in der Erinnerung und deswegen, ich verbinde einfach mit meiner Kindheit und damit auch mit Kindern eine wunderschöne Zeit. Und deswegen war immer der Gedanke, mit Kindern zu arbeiten. Das heißt, meine große Motivation war, mit Kindern zu arbeiten. Und da geht es natürlich hauptsächlich auch darum, diese gesund zu machen. Also klar, das war der Antrieb, Gesundheit für Kinder. Und wann hast du gemerkt, du hast ja auch gerade gesagt, dass dann die Leute alle 3 Monate vorbeigekommen sind, um ihre Medikamente abzuholen? Ab wann hast du so gemerkt, okay, gut. Also das, was ich hier gelernt habe,
Schulmedizinstudium ist vielleicht nicht der heilige Gral, oder auch, wann hast du gemerkt, ich möchte da was ändern, auch an meinen Ansätzen, wie ich das Thema Gesundheit auch den anderen Leuten vermittle? Genau, das war eine Koinzidenz relativ schnell. Also ich war dann ab 1. Januar 2008 in der eigenen Praxis und habe dann relativ schnell, schon im April, Mai ungefähr war das, einen Patienten bekommen. Das war ein Freund von mir, mit dem ich viel Tennis gespielt habe. Und der ist dann mit schweren Husten gekommen oder anhaltenden Husten. Und der war Raucher. Und ich hatte schon, wo der bei mir saß, also ich hatte schon nach sehr kurzer Zeit so das Gefühl vom Husten, man hat ja Erfahrung, war ja vorher auch lange in der Klinik und habe viel gesehen, gehört, dass da hier durchaus ein Tumorgeschehen dahinter stecken könnte. Also habe ich den noch am selben Tag eine radiologische Untersuchung organisiert, wo man dann im Endeffekt in die Röhre gesteckt hat und geschaut hat, war da was, hatte am selben Tag noch das Ergebnis und er hatte so ein inoperables, das hat sich dann herausgestellt, später inoperables Karzinom, Bronchialkarzinom mit beidseitigem Befall von sozusagen auf beiden Seiten des Brustkorbs rechts und links. Und damit konnte man auch nicht einfach hergehen und sagen, ich operiere mal auf der einen Seite das Ganze weg, weil wenn du hier operiert hättest mit beidseitigem Befall, dann wäre halt nicht mehr die Funktion der Lunge und der Bronchien erhalten geblieben, sondern dann wäre natürlich ohne Lunge gewesen und ohne Bronchien, das funktioniert halt nun mal nicht. Und deswegen konnte der nicht operiert werden, der konnte dann nur konservativ behandelt werden und die Chancen, bei so einem Befall zu überleben, lagen damals bei 3% und geringer. Und der war noch jung, ich war ja damals auch noch jung, keine Ahnung, viel jünger als jetzt, irgendwie gefühlt unter 40 auf jeden Fall. Aber Und dann, biologisch bist du heute jünger. ja genau, biologisch bin ich. Und dann habe ich das, glaube ich, gegoogelt, weil der war natürlich völlig verzweifelt. Der hatte auch wie ich ein kleines Kind und wollte natürlich überleben für sein Kind natürlich auch. Und habe dann gegoogelt und bin dann auf einen Kongress in Freudenstadt getroffen. Und durch diesen Kongress in Freudenstadt gab es dann, der gab es ein paar Wochen später, und da gab es dann gerade einen Vortrag von einem Dr. Krämer, die neue Wege in der Krebstherapie. Und dann bin ich da hingefahren und bin da reingegangen zu diesem Vortrag. Es war, ich kann mich noch erinnern, es war so ein riesiger Raum mit mehreren, also 100 Plätzen waren locker drin, wenn nicht sogar noch größer. Und da waren irgendwie 7 Leute drin gesessen. Also es war eigentlich niemand da. Es war eigentlich, Sieben nur. ja, 7, es War war. er damals noch nicht so bekannt, der Dr. Krämer? Nee, der war anscheinend noch nicht bekannt oder jedenfalls keiner wollte dahin. Und ich saß da also so und dachte, wow. Wahnsinn, ne? Und dann hat er seinen Vortrag gehalten. Ich werde es nicht vergessen, er hat noch so ein Tierprojektor damals so zum Aufklappen, was wohl an die Wand geworfen wird. Weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Gab es damals noch. Wie in der Schule, weißt du, Ich weiß, was du meinst, ja, aber ich weiß auch nicht, wie es Folienprojektor heißt. oder so. Ja, es war so ein Folienprojektor. Und da hat er damals so seine Folien, seine so durchsichtigen Folien draufgelegt und hat angefangen, den Zitronensäurezyklus, wie er in den Lehrbüchern steht, auseinanderzunehmen. Und hat gesagt, das ist, da gab es zwar den Nobelpreis für, hat er damals gesagt, aber er ist trotzdem falsch und hat ein bisschen sozusagen die Atome vertauscht und da mal was weggemacht und da mal einen Schwefel dazu gemacht und dann hat er irgendwann nach 10 Minuten gesagt, und jetzt ist es richtig. Und ich so, toll. Dann hat er ein bisschen über die Krebstherapie erzählt und dann war nach einer Stunde der Vortrag ungefähr zu Ende. Aus den 7 waren nur noch 3 Leute, dann sind 4 noch gegangen, weil sie sich gedacht haben, was ist das für ein Schmarrn? Und dann bin ich nach unten gegangen, das war in diesem Kongresshaus, da war eine aufgebaute Bibliothek, also ein Bücherverkauf. Und bin ich zu den Menschen da hingegangen, zum Bücherverkäufer, und habe gesagt, ich war gerade da beim Dr. Krämer, der hat gerade gesagt, so könnte man Krebs heilen. Sag mal, hat er ein Buch geschrieben? Und dann sagte der, ja, der hat ein Buch geschrieben, aber das kann man nicht lesen und das ist auch ausverkauft. Das ist ganz furchtbar. Ja, also er ist ein super Typ, hat er gesagt. Er ist wirklich genial, aber Bücher schreiben kann er nicht. Und das Buch ist wahnsinnig schwer zu lesen. Na gut, bin ich halt irgendwann dann nach Hause gefahren, frustriert so ein bisschen von diesem Ereignis, weil ich nicht wusste, was ich damit anfangen sollte. Ja, also der hat mir jetzt mal erklärt, wie Krebs funktioniert. Er hat es natürlich dann auch erklärt, was man da so machen muss. Hat mir erklärt, dass die Biochemie in den Büchern falsch ist, der Zitronensäurezyklus anders funktioniert. Aber merken konnte man sich eh nichts, weil Skripten gab es nicht. Das Ganze hat er an die Wand geworfen und hat es aufgemalt. Und aber es wieder abgetan hat, hast du es ja schon vergessen gehabt, weil du keine Ahnung von Biochemie hattest zu dieser Zeit. Und dann habe ich bei eBay und bei Amazon damals dieses Buch gesucht. Ich glaube, ich habe es bei eBay auch gefunden. Und 2 Stück. Und das Buch hat, glaube ich,
280 Euro und 300 Euro oder so gekostet, die beiden Bücher. Ja. Und das war schon echt viel Geld. Ja. Und dann habe ich Ja, gedacht, das, oh, normal kostet das Buch 20 Euro und jetzt kostet es irgendwie das 15-fache. Habe ich das beobachtet, so ein, zwei Wochen. Und dann hat es mich aber dann doch so gereizt, dass ich das gekauft habe. Und dann habe ich sogar gleich beide Bücher gekauft. Und habe gesagt, jetzt kaufe ich beide Bücher. Und dann habe ich auch für 600 Euro damals diese beiden Bücher gekauft und habe mir das durchgelesen, Seite für Seite, weil es war wirklich, oder es ist immer noch extrem scheiße. Das Buch ist einfach wirklich schlecht geschrieben, aber der Inhalt ist halt gut. Und dann habe ich mir das über Monate durchgelesen. Und dann war das Entscheidende, ich habe dann angefangen, den Patienten dann nach dieser Therapie zu behandeln. Gleichzeitig wurde der schulmedizinisch behandelt mit Bestrahlung, mit Chemotherapie. Und wie auch immer, der lebt heute noch, glaube ich. Habe ich ihn schon länger nicht mehr gesehen, ein paar Monate, aber auf jeden Fall hat er vor ein paar Monaten noch gelebt. Und insofern muss man sagen, das ist jetzt 17 Jahre später und dieser Patient hat dieses beidseitige Bronchialkarzinom bis heute überlebt. Und die super, super. Therapie aus Schulmedizin und damals die von mir angewandte Krämertherapie, die ich bei ihm umgesetzt habe, die muss anscheinend in der Kombination super gut gewirkt haben. Und das hat mich damals einfach extrem nervös gemacht. Und so bin ich dann dem Krämer gefolgt und vom Krämer kommt man dann von einem zum anderen. So hat dann meine Reise begonnen, dass ich diese ganzen, sag mal, tollen funktionellen Mediziner und Wissenschaftler einer nach dem anderen kennengelernt habe. Hieß das Buch Die stille Revolution der Krebs? Medizin? Genau, die stille Revolution der Krebs und glaube auch Herzmedizin. Ja, ich wollte es jetzt nicht aussprechen, weil ich nicht weiß, ob man das hier so sagen darf, aber Ist ja ein Buch, ist ja nur ja. ein Buch. Ich sehe es auf, ich habe es mal, ich habe es eingegeben und auch bei Amazon kann man es jetzt gebraucht für 96,55 € kaufen. Also Schnäppchen im Vergleich zu damals. Ja, das Buch hat natürlich viel Kritik hervorgerufen, weil natürlich auch, er hatte so ein paar krude auch tatsächlich Meinungen zum Thema. Und da hat er sich auch mit den großen Leuten da ziemlich rumgestritten. Und hatte so ein Thema mit HIV. Also er hat immer gesagt, das HIV-Virus, das gibt es gar nicht. Und, aber da möchte ich gar nicht drüber diskutieren, weil ich erstens weiß ich es nicht. Ich nehme Ja. mal an, es gibt es, aber ich kann es jetzt auch nicht nachvollziehen, warum er damals immer gesagt hat, es gibt es nicht. Und er hatte so sein Thema damit. Aber das war mir egal. Ich meine, den Fehler mache ich nicht. Wenn mir jetzt irgendjemand was sagt, der eine und einer sagt mir irgendein Geheimnis, ja, sagt mir das, wenn du das machst, dann funktioniert das. Und gleichzeitig ist er aber so ein bisschen Verschwörungstheoretiker, dann interessiert mich der zweite Teil nicht, weil ich überprüfe immer nur die Informationen, die für mich interessant sein könnte. Ja. Und den anderen blende ich aus. Also andere sagen dann, boah, das ist ein Blödmann, weil der hat diesen Verschwörungsanteil bei sich und lassen dann das Wissen, was er von sich gibt, weg. Und das ist dumm, ja, weil man kann Verschwörungstheoretiker sein, aber trotzdem irgendwas Geiles wissen und Geniales wissen. Und ich habe mir immer zum Credo gemacht, ich hole mir die interessante Information und überprüfe die. Und das habe ich auch beim Krämer gemacht und das hat sich bezahlt gemacht. Und der ist ja, hat ja auch, sage ich mal, einen Grundstein gelegt, auch mit seinen Kollegen mit und viele andere wie dich inspiriert. Also das war ja damals schon große Pioniersarbeit, was er gemacht hat, oder? Riesige Pioniersarbeit, weil er hat dann auch ganz viele Fortbildungen gegeben und er hatte halt einfach schon diesen extrem wissenschaftlichen Ansatz. Ja. Und hat das alles biochemisch und physikalisch und mit Quantentheorien versucht schon zu erklären. Also er war super weit im Vergleich zu allen Leuten, die bei ihm gesessen sind. Du hast bei ihm im Endeffekt nicht viel gelernt. Du hast in seinen Vorlesungen hast du gesessen und er fing halt an mit irgendeinem Thema und nach 3 Minuten war er irgendwo im Universum bei irgendwelchen Quanten, dann war er bei den Pflanzen und dann war er wieder sonst wo. Und du bist dann nach 4 Stunden seiner Vorlesung, bist dann wieder zum Ausgangsthema zurückgekommen und du hast in diesen 4 Stunden eigentlich nichts gelernt. Du hast aber super schöne Geschichten gehört. Und im Endeffekt hat er dich aber inspiriert, dann das Thema tiefer zu verfolgen und sich halt irgendwelche Informationen von anderen Leuten, von Büchern aus seinen Skripten zu holen, um sich dieses Wissen selber anzueignen. Er war ein Geschichtenerzähler mit tollem Wissen, aber unstrukturiert, wenn er was vorgetragen hat bis zum Ende. Also es war einfach was wert, muss ich ehrlich sagen. Also bin froh, dass er so war, weil die Geschichten haben einen wahnsinnig inspiriert. Und war meditativ, interessant, spannend, abwechslungsreich. Großes Kino einfach. Also könnte man ja sagen, das war so einer deiner Mentoren oder von einer der Menschen, von denen du viel gelernt hast. Gab es noch weitere, die dich auf deiner Reise sehr inspiriert haben oder wo du auch sagst, hey, deren Entdeckungen haben bei mir und auch meinen Patienten, Klienten ganz viel weitergeholfen.
Ja, gab es ganz viele. Und wie gesagt, viele große, die anerkannt waren dann auch und auch viele, die dann immer, die man immer nachgesagt hat, dass sie Schwurbler oder sonst was wären. Aber wie gesagt, ich habe schon erklärt, man muss halt hinter das ganze Thema gucken, wo ist die Information. Und da gab es Leute wie Ruggiero, der sich mit Vitamin D-Bindeprotein beschäftigt hat und da aber auch ja leider ein paar Fehler gemacht hat bei der Vermarktung und das nicht gut behandelt hat. Und dann gab es Leute wie Kuklinski zu damaliger Zeit, der Doktor dem Strunz mit seinen Aminosäuren, bei dem ich war, der Florian Schilling, den ich irgendwann getroffen habe, auch ein ganz großer. Dann der Spitzbart, sicher, den habe ich auch ein, zwei Vorträgen gehört. Dann heutzutage, dann kann man nicht weglassen, Frau Leniger-Vollert mit ihrer Magnesium-Sauerstoff-Therapie und einem sehr wissenschaftlichen Ansatz. Die Kollegin ist ja auch sehr anerkannt, und da hat man dann so 100% die Wissenschaft. Aber auch der Johannes Keu mit seiner TKTL1, der auch viel entdeckt hat, aber wo auch die TKTL1 nicht so richtig bis hier heute ihre Bedeutung, zumindest nicht bei uns, wo die Bedeutung nicht so richtig anerkannt ist. In China ist das ja ganz anders. Da arbeitet mit dieser TKTL1 extrem gut. Und so habe ich eigentlich in allen Bereichen, Mutter bei der Entgiftung, den habe ich besucht damals, oder das Thema Redox, das war der, wie heißt der, Ionescu, der mir das Thema Redox näher gebracht hat. So habe ich in jedem Bereich meine Leute gefunden, ne? Mitochondrien, dann Crema. Und Öle überlege ich gerade. Da gab es auch mal einen Forscher, den ich getroffen habe. Also das ist einer, der mich echt weitergebracht hat, ein Engländer damals bei einer Fortbildung vom Kollegen, wo man gesehen hat, dass der das Thema Membran verstanden hat und damals schon erklärt hat, das ist fast 15 Jahre her, dass die Membran aus verschiedenen Ölen besteht und diese verschiedenen Öle man eben kombinieren muss, damit die gute Membranfunktionalität herkommt. Also jeder Bereich, den wir eigentlich so haben, Nukleotide, Köppel, ja, zum Beispiel ist auch der Herr Köppel, der die Nukleotide sich da angeschaut. Wenn du dir das alles anschaust, was man so braucht für einen gesunden Menschenverstand in der Medizin, um jemanden gesund zu machen, dann gibt es überall große Leute und ich glaube, ich habe die alle besucht. Ich bin damals jahrelang, 10 Jahre lang, bin ich von einem Kongress zum anderen gereist und ein Buch nach dem anderen mit angeschaut, damit ich dieses Wissen alles gesammelt habe. Ich bin ja ein Jäger und Sammler. Du hast es quasi regelrecht aufgesaugt und hast wahrscheinlich einfach schon dann diesen, wie ich sagen, diesen Trieb. Du konntest es gar nicht anders machen. Selbst wenn sie dich deine Tür abgeschlossen hätten, hättest du wahrscheinlich eingetreten. Ich muss jetzt zum Seminar, einfach weil der Trieb so groß war, das Wissen dir anzueignen. Es gab dann kein Zurück mehr, als du den ersten Schritt gewagt hast. Nein, in dem Moment, der Krämer hat einfach die Initialzündung vollbracht. Er hat den Motor gestartet und seitdem rollt er. Als Perpetuum mobile. Ja, genau. Gut, ein paar Mikronährstoffe muss man schon reinschütten. Ja, und ich finde es auch cool, dass du damit ganz offen umgehst, wer dich inspiriert hat, wer deine Mentoren waren, wo du gelernt hast, weil ich arbeite da ja auch mit vielen Leuten zusammen und habe schon viele Interviews geführt und es sind so tolle Menschen, die so tolle ja, Dinge in die Welt gebracht haben, aber manchmal sehe ich nicht so die Gemeinschaft sozusagen, dass man sich auf die Gemeinsamkeiten konzentriert. Und dann könnte man vielleicht noch einiges mehr bewegen, statt dass man sich um irgendwelche Details oder Unterschiede, die jetzt der eine anders sieht als der andere, das ist auch teilweise zumindest auch immer mit dabei. Ich bin eher ein Fan davon, dass wir ja gemeinsam probieren, im Bereich Gesundheit etwas zu bewegen. Und da finde ich das cool, dass du da auch jetzt keine Ego-Probleme hast, wenn du sagst, hey, von dem habe ich ganz viel da gelernt und von ihm habe ich sehr viel darüber gelernt. Das mit dem Ego ist so ein Thema, das habe ich auch relativ schnell abgelegt, weil ich das genauso wie du sehe. Und ich habe das auch gesehen bei den Mentoren, da kann man das auch ganz klar sagen. Da gab es viele Mentoren, die dann im Endeffekt sich mit anderen Mentoren nicht vertragen haben, weil sie sich gegenseitig dann eben auch ihr Wissen nicht gegönnt haben oder dann bei irgendwelchen Kleinigkeiten andere Meinung waren. Und so funktioniert das halt nicht. Ja, wir müssen einfach mal eine Evolutionsstufe nach oben kommen. Wenn man sich die vergangenen Jahrhunderte anschaut, die sind oder Jahrtausende, die sind ja davon gerade getrieben worden, dass die Menschen ihre Ego-Themen hatten. Und heute die Politiker haben das immer noch.
Und es gibt einfach viel zu wenige Menschen, die über so eine sinnvolle Gemeinschaft nachdenken und auch Konzepte entwickeln, wie man sich austauschen kann, wenn man eben nicht der kleinen gleichen Meinung ist. Ja? Die meisten greifen einen dann ja nur an. Verstehe ich bis heute nicht. Man kann nur eine Meinung akzeptieren, die falsch ist. Man muss sie ja nicht teilen. Ja? Man muss sich deswegen auch nicht aufregen. Man muss keinen missionieren. Sondern wir müssen halt schauen, dass jeder Mensch, sozusagen mein Credo, jeder Mensch verdient es, gesund zu sein, dass wir das Thema umsetzen. Weil wenn die Leute gesund sind, denke ich mir immer, werden sie auch irgendwie klarer im Kopf. Und dann könnte das besser klappen. Bin ich da ganz bei dir. Du hast jetzt ausführlich erklärt, wie du auf das Thema ganzheitliche funktionelle Medizin gekommen bist, von der reinen Schulmedizin. Aber du hast ja selber auch persönlich gesundheitlich einiges durchgemacht. Im Vorgespräch hast du gesagt, zum Beispiel, dass du Lungenentzündung hattest, dann schweres Asthma. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was berichten, weil ich glaube, das ist auch sehr spannend für die Zuhörer oder Zuschauer, wie es dir als Arzt sozusagen erging mit halt gesundheitlichen Problemen, was ja eigentlich, denkt man ja, Ärzte müssten ja die gesündesten Menschen überhaupt sein, weil wir haben ja unbegrenzt Zugriff auf alle Medikamente, die uns gesund machen. Der klassische Arzt aus meiner Anfangszeiten, der hat sich ja logischerweise nicht behandelt, weil der ja eigentlich die ganzen Nebenwirkungen auch kennengelernt hat, der Medikamente. Also, das heißt, du hast als Arzt zwar Zugriff auf Medikamente, aber du hast nicht unbedingt Bock auf die Medikamente und dann auch nicht die Zeit natürlich, logischerweise. Du musst ja den anderen Blut abnehmen, also kannst du dir nicht selber Blut abnehmen, das kostet ja 5 Minuten und dann. In der Zeit warten ja schon wieder welche. Also da gibt es viele Gründe, warum Ärzte sich nicht richtig gut behandeln. Außerdem natürlich vertrauen sie den Kollegen nicht, das gehört auch dazu. Sich selber schallen ist immer schwierig. Kann man mal machen, aber funktioniert nicht so gut. Deswegen ist es mit Ärztesein schwierig. Aber tatsächlich, ein guter Arzt, der wirklich richtig gut ist, hat oftmals oder sich so das Thema reinfuchst, hat oftmals eine eigene Geschichte. Und jeder wird ja im Laufe des Lebens irgendwie mal krank. Und die Glücklichen, die haben halt irgendwann die Abzweigung zur Gesundheit gefunden und die anderen haben halt, die gehen halt den Weg des Krankwerdens und Altwerdens und sich nicht wohlfühlens weiter. Meine Reise in die Krankheit hat so dann eben mit diesem, mit 10 bis 10 war ich eigentlich perfekt, war alles top. Und dann ging es los, meine Oma, meine Mutter, mein Vater, die haben alle Zucker bis zum Ende geliebt und mich damit gefüttert. Also wurde ich da ein Zucker-Junkie, Kohlenhydrat-Junkie, bin ich immer noch schwer davon loszukommen. Mittlerweile kann ich das natürlich handeln mit Hilfsmitteln, ja, dass die negativen Folgen weniger werden. Aber im Großen und Ganzen habe ich dann mit 10 Jahren, glaube ich, schon 5 oder 6 Amalgamzähne gehabt. Und es wurden dann in den nächsten Jahren noch viel mehr. Also ich würde sagen, dass ich bis zum Ende vielleicht auf über 10 Amalgamzähne gekommen bin. Also das heißt, hinten, rechts, links, oben, überall. Da hast du Und ja eine gemeinsame Geschichte mit Doktor Mutter, wo du auch warst. Vorhin hast du ja gesagt. ja gut, ich war trotzdem relativ gesund. Ich war auch Tennisspieler, habe Fußball gespielt und alles Mögliche. Ich hatte also keine gesundheitlichen Schäden, aber ich habe diese Zähne dann, als ich so 20 war, 10 Jahre später, habe ich immer so Metallgeschmack im Mund gehabt. Und den habe ich einfach über Jahre akzeptiert. Meine Physis war halt relativ gut, deswegen ich habe keine Probleme davon bekommen. Aber ich habe irgendwann mal angefangen, diese Zähne dann ausbohren zu lassen, so um meinem 25. Lebensjahr herum, wo bis 30 wurden die dann ausgebohrt. Natürlich damals nicht so, dass man sich da geschützt hat, aber nicht, weil man gesagt hat damals, dass die Amalgamzähne schlecht wären, sondern die wurden schlicht und einfach ausgebohrt, weil die kaputt gegangen sind. Ja, also sie wurden einfach so ersetzt. Irgendwann diese schlechte Qualität war halt, musste man halt dann mal ersetzen, erneuern und dann habe ich irgendwann mal andere bekommen. Das heißt, das war auch noch nicht so, dass ich eigentlich wusste, dass das problematisch ist damals, sondern es war einfach nur ein Zufall, dass sie einfach ersetzt worden sind. Und aber das hat mich dann in der Klinik hat mich das dann eingeholt, weil in der Klinik hatte ich dann damals gab es noch diese anständigen 36-Stunden-Schichten und da hat man also ist man so keine Ahnung Dienstag um 8 in der Arbeit gewesen und durfte dann am Mittwoch, nachdem man die ganze Nachtschicht auch noch gearbeitet hat, durfte man dann irgendwie so 18 Uhr wieder nach Hause fahren. Da hatte man dann seine 34 Stunden und offiziell durfte man natürlich ab und zu schlafen, aber die Krankenschwester hat dann alle 3 Stunden mal geklingelt oder alle 2 Stunden, wenn man Pech hatte, auch jede Stunde. Also tolle Geschichten. Musste man sich damals auch nicht wundern, wenn der Arzt ab und zu mal einen Fehler gemacht hatte nach 28 Stunden Dienst oder so. War aber völlig akzeptiert, weil der dann wenig Kosten gehabt und viele Gewinne. Genau. Ja, und dann hatte ich natürlich auch diese Schichten und 5 Dienste, 5 Mal, wo man dann mal 36 Stunden durcharbeitet, plus die restliche Arbeitszeit.
Oder auch gut vergütet mit dann 50 Euro extra. Und dann habe ich mir halt irgendwann mal durch diese anstrengende Arbeit auch mal einen bakteriellen Infekt geholt. Und dann durftest du ja nicht krank machen. Das war damals auch nicht, so hat man das nicht gemacht. Dann hat man durchgearbeitet, wenn man dann seinem Arzt gegangen ist. Man hatte ja auch Ärzte, die einen dann behandelt haben, die in der Klinik dein Chef waren. Also wenn man zu einem Oberarzt oder zum Chefarzt gegangen ist, ja. Der wollte natürlich auch nicht, dass du zu Hause bist und krank bist, hätte er mir Arbeit gehabt. Also hat er dir irgendwelche Tipps gegeben, die manchmal was gebracht haben, manchmal nicht. Aber ich habe mir eine super fette und bakterielle Lungenentzündung dann geholt, die ich 3 Wochen verschleppt habe. Und als ich dann wirklich gekrochen bin und meine Sauerstoffsättigung so schlecht war, dass ich nicht mehr aufstehen konnte, dann durfte ich natürlich zu Hause dann 2, 3 Wochen im Krankenstand verbringen. Aber die Story dahinter ist halt, im Endeffekt haben dann diese Bakterien, diese Streptokokken, die ich mir geholt habe und das Quecksilber, das ich in meinem Körper hatte, zu einer anständigen Infektion geführt, weil das ist wie Grillkohle und Grillanzünder. Wenn du LPS, tragende Bakterien, LPS, Lipopolysaccharide, sind Toxine auf der Oberfläche von Zellen, von Bakterien und Quecksilber zusammentust, dann ist das wie wenn du Grillkohle und Grillanzünder anzündest, das explodiert halt. Und das hat dann bei mir zu einer sehr lang anhaltenden Lungenentzündung geführt und zu einem Asthma, weil ich diese Bakterien im Endeffekt nicht mehr aus der Lunge herausbekommen habe. Und eine ständige, also sozusagen Ankurbelung der Entzündung auch durch dieses viele Quecksilber, was ich in mir getragen habe und Und teilweise dass auch. er auch rausgebohrt wurde, dabei kommt ja dann nochmal ganz viel, wahrscheinlich ohne sämtliche Schutzmaßnahmen mit den alten, schnellen Bohrern. Da wirst du dann richtig schön vergiftet. Ja, es war anstrengend. Ich bin heute auch noch da ordentlich belastet, würde ich sagen. Aber im Großen und Ganzen hat es dann angefangen mit dem chronischen Asthma. Und ja, dann irgendwann, ein paar Jahre später, bin ich die Treppe nicht mehr hochgekommen in meiner Praxis, die im 4. Stock liegt, zu Fuß und musste immer den Aufzug nehmen. Und das war so der zweite Teil. Also der erste Teil war so der Dr. Krämer, der mir gesagt hat, hier, jetzt fangen wir an, alternativ zu arbeiten. Das habe ich dann beim Patienten gemacht, aber nicht bei mir selber. Also ich habe dann nicht bei mir selber angefangen, Supplemente zu nehmen oder meinen Darm zu sanieren. Ich habe da ja auch damals, ich war Schulmediziner, ja. Schwermetallthema, das hat mir auch schon irgendwann mal einer gesagt. Ich habe immer gesagt, Schwermetalle, vergiss es. Ja. Ich bin dann zu Kollegen gegangen, gesagt, gibt es Schwermetalle im menschlichen Körper? Sagen die, nee, natürlich nicht. Eisen, Und Zink ja, sind und auch keine Schwermetalle. bin auch zu den Gastroenterologen am Harras gegangen und habe die gefragt, Jungs, was haltet ihr denn von Leaky Gut? Ja, kriegst du ja dieselben Antworten. Also du gehst natürlich zu der Fachkollegen und fragst nach und die sagen dir, was ist alles Schwachsinn? Es gibt kein Leaky Gut, es gibt keine Schwermetalle. Also ist diese Wandlung in meinem Kopf auch sehr langsam gewesen. Also habe ich Jahre gebraucht, um Themen umzusetzen und habe auch Jahre gebraucht, um für mich selber ein Supplement zu nehmen oder bei mir selber eine Darmsanierung zu machen. Und das Erste, was ich dann mal irgendwann angefangen habe, als ich nicht mehr die Treppe hochgekommen bin, habe ich gedacht, jetzt müsste sich mal mit Schleimhäuten beschäftigen. Lunge, ja, das ist ja auch irgendwie so eine Schleimhaut. Bronchien und Darm ist auch nicht so optimal. Da hast du gesagt, denkst du mal über eine Darmsanierung nach. Und dann habe ich mir tatsächlich Probiotika besorgt von der Ciso, Proemsan und Probasan hießen die. Gibt es, glaube ich, immer noch. Habe angefangen, damit meine erste Darmsanierung zu machen. Und dann wurde das tatsächlich auch Stück für Stück besser. Habe damals noch deren Mitochondrienprodukt genommen und noch ein paar andere Geschichten. Und habe dann die Verbesserung gemerkt. Und so hat Krämer also die Zündung, die Initialzündung gelegt. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, aus den Konsequenzen, dass ich eben kaum mal Luft gekriegt habe, mich zu sanieren. Und dann ging meine Heilungsreise los, die, keine Ahnung, bis heute anhält. Aber wo ich sage, jetzt mittlerweile schon echt viel auch erledigt. Okay, also wie du auch schon am Anfang gesagt hast, bei vielen Leuten, die tief in das Thema, sage ich, ganzheitliche Medizin einsteigen, die haben auch eine ja, gewisse Leidensgeschichte dahinter. Und auch bei dir, du hast jetzt auch ein bisschen, sage ich mal, positiv umschrieben, aber es waren ja schon krasse Dinge mit der Lungenentzündung, dass du dann auch nicht mehr die Treppe hochlaufen konntest. Da fragt man sich dann natürlich schon, okay, bin ich hier auf dem richtigen Weg oder muss ich vielleicht noch mal einiges hinterfragen, was ich so gelernt habe und was ich auch selber predige und was auch die Kollegen predigen. Und du hast ja selber erklärt, warum es auch dann so schwer ist, da rauszukommen aus diesem Strudel und sich auf neue Pfade zu begeben. Aber ich denke, nur so kann es wirklich funktionieren, dass man auch selber halt die Dinge dann umsetzt und das auch vorlebt. Dann machen wahrscheinlich die Patienten auch deutlich besser mit, wenn sie merken, okay, der Gegenüber macht das genauso und es kommt authentisch an.
Ja, dann hat sich wahrscheinlich in deiner Praxis auch sehr, sehr viel getan. Vielleicht kannst du da noch so ein paar Meilensteine berichten. Was sind da für dich so die Highlights gewesen? Allein schon bei der Diagnostik und auch bei den allen Therapien, die ihr da anwendet. Vielleicht kannst du uns da mal kurz mitnehmen. Ja, ich habe dann angefangen, am 01.01.2008 die Praxis zu übernehmen, in der ich dann noch ein paar Monate vorher mitgearbeitet hatte als Assistenzarzt, 6 Monate, glaube ich. Und damals war ich noch sehr stark orthopädisch geprägt. Das heißt, als erstes, was ich mir gekauft habe, war ein Bildwandler. Und dann haben wir damals Infiltrationen gemacht. Die Praxis, die ich übernommen hatte, hatte auch so einen Einkaufsraum gehabt, so einen richtig schönen kleinen OP, wo das waren ja alte Internisten, die durften das alles machen. Und das war natürlich mega. Aber die war uralt, also haben wir sie dann relativ bald zerlegt und komplett saniert. Dann bin ich 3, 6 Wochen dann damals in die Eisdiele gezogen, in eine Ersatzpraxis. War auch sehr schön, haben wir die hergerichtet und im selben Haus unten. Und dann habe ich schon mal Beliebtheit bei den Patienten sozusagen gehabt, weil die einfach gesagt haben: Huch, das ist der erste Arzt, der hier während der Renovierung in der Eisdiele weiterarbeitet. Also ist damals gut angekommen, hat Vertrauen geschafft. Und dann habe ich mir den Alexander schon dazu geholt damals, weil da habe ich saniert und dann haben wir im Arztzimmer mehr gehabt. Und dann habe ich gedacht, da kann ich mir einen Kollegen holen. Dann habe ich den Dr. Hill, den Alexander Hill, den Kardiologen dazu geholt. Und dann sind wir mehr Richtung internistisch natürlich dann gewechselt. Also die Orthopädie ist dann weggegangen. Und dann kamen die ganzen internistischen therapeutischen Optionen hinzu. Belastungs-EKG, haben wir angefangen, Stress-Echokardiografie, also die Liege, wo man dann liegt und radelt. Und Spiroergometrie haben wir mal eine Zeit lang gemacht. Und eine Bodyplethysmographie haben wir uns geholt. Also wir waren dann super stark internistisch aufgestellt, aber allerdings noch nicht sehr stark alternativmedizinisch, sondern die ersten Jahre waren wirklich geprägt von 80, 90% Schulmedizin. Mit einem leichten Ansatz, der dann natürlich über Krämer schon 2008 kam, in Richtung Alternativmedizin, wo so ein bisschen was dazugekommen ist. Aber der Alexander der kam aus einer anderen Richtung, der hat schon vorher sich mit Neurotransmittern beschäftigt, mit alternativen Therapien bei zum Beispiel Bluthochdruck, hat mit Strophantin gearbeitet. Und so bin ich dann über den Alexander noch ein bisschen tiefer getriggert worden. Und dann haben wir halt beschlossen, einfach 2009, dann nach der Renovierung, dass wir jetzt im Bereich, da kannte ich ein bisschen Mitochondrien, da kannte ich ein bisschen Neurotransmitter von ihm. Dann haben wir gesagt, jetzt Mitochondrien müde, Neurotransmitter Psyche, perfekt für Burnout. Die meisten sind auch beim Burnout müde und haben ein psychisches Problem. Also können wir mit Neurotransmittertherapie und Mitochondrientherapie das Burnout-Diagnostik-Institut gründen und haben das dann gegründet. Und hatten natürlich wahnsinnig wenig Erfolg, weil mit den beiden Dingen kriegst du eine Depression auch nicht weg. Aber ein paar Müdigkeitsthemen wurden schon besser. Und dann hat man keine Ahnung, so 30% der Leute, die sich dann echt schon gut gefühlt haben, aber der Großteil eben nicht. Ja, und dann ging eben die Geschichte weiter. Dann habe ich halt Stück für Stück alle möglichen Leute besucht. Und nach Mitochondrien und Neurotransmitter kam dann halt die Darmsanierung dazu, dass wir uns mit dem Thema Darm beschäftigt haben. Dann kamen die Schwermetalle dazu, dass wir uns mit den Schwermetallen beschäftigt haben. Und dann kam das Redox-System dazu und dann haben wir uns mit dem Redox-System beschäftigt. Und irgendwann hat mir irgendeiner von Nukleotiden und DNA erzählt und so wurde Stück für Stück eben diese Medizin erweitert. Und irgendwann entstand dann das sozusagen, hat sich langsam so ein Bild geformt. Und ich habe festgestellt, dass wenn man diese ganzen therapeutischen Optionen miteinander matcht und die alle zusammennimmt, dann werden die Erfolge immer größer. Also nur Mitochondrien und nur Neurotransmittertherapie hat mir halt bei 30% geholfen. Plus Darmsanierung waren es dann schon 40%, plus Redox-System auch immer 50%, plus DNA 60%, plus Inflammation 70%. Und so hat sich halt immer die Erfolgsquote vermehrt. Und dann haben wir das Prinzip Causa Logica uns ausgedacht und haben gesagt, okay, jetzt müssen wir das Ganze mal in eine Form pressen, wo wir sagen können, hey, diese Punkte sind wichtig, die musst du abklären, die musst du therapeutisch angehen bei einem Patienten mit einer chronischen Erkrankung, um dann im Endeffekt die Stellschrauben zu drehen, die notwendig sind. Ja, und so haben wir uns dann Stück für Stück weiter vorwärts gehangelt, haben damals eine Physiotherapie aufgebaut, haben eine Heilpraktikerpraxis aufgebaut, haben was haben wir denn noch aufgebaut, haben also eine große Psychotherapiepraxis aufgebaut. Wir hatten dann zum Höhepunkt irgendwie 7, 8 psychotherapeutische Zulassungen, eine Physiotherapie, eine Heilpraktikerpraxis, eine Was Orthopädie heißt haben wir auch. ihr habt die Praxen aufgebaut, ihr habt die mit betreut oder?
Ja, wir haben die in unser sozusagen MVZ mit hineingenommen, also medizinisches Versorgungszentrum haben wir dann gebaut. Und dann haben wir sehr breit therapeutisch beim Burnout-Diagnostik-Institut arbeiten können, weil wir konnten dann natürlich die internistische Diagnostik machen, konnten die dann in die psychotherapeutische Begleitung geben, sodass die auch da begleitet worden sind. Die haben Sporttherapie gebraucht, weil Sport auch wichtig ist für Depressionspatienten oder Burnout-Patienten. Und hatten dann auch noch eine Heilpraktikerin, die dann im Endeffekt die Themen abbilden sollte, die in der Schulmedizin nicht unbedingt gemacht werden. Keine Ahnung, Schröpfen oder sonst was. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, wo man dann als Heilpraktiker rein konnte. Und dann habe ich so meinen Burnout gekriegt unter Alexander, weil dann hatten wir eine Praxis-Konglomerat von irgendwie 40, 45 Mitarbeitern. Und das Ganze hat hinten und vorne nicht funktioniert. Von der Verwaltungsseite her, von der Therapie war es sehr gut. Aber wir haben diese vielen Leute nicht handeln können. Also das war einfach viel zu viel neben der Praxis, so viele Mitarbeiter und so viele Standorte zu handeln. Das waren 6 oder 7 Standorte, die wir dann am Harras hatten. Und du konntest ja nicht ständig überall hinlaufen, ja, während der Praxis und die alle kontrollieren. Und dann kamen ein paar rechtliche Änderungen. Dann hat man auf einmal hieß es, man darf keine Physiotherapie mehr haben. Das wurde dann verboten. Dann musste man die Physiotherapie wieder verkaufen. Die Heilpraktikerin hatte dann keine Ahnung, keine Lust mehr, in München zu leben, ist dann woanders hingegangen. Und so hast du dann nur Probleme. Und dann habe ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr drauf. Und dann haben wir das alles wieder rückgebaut und gleichzeitig dann eben noch festgestellt, dass unsere Therapien, also das haben wir dann auch mit dem Ganzen aufgebaut, so von 2011 bis 2014 haben wir das alles sozusagen gegründet und dann halt festgestellt, dass wir auch noch Nahrungsergänzungsmittel brauchen, haben uns auch da dann noch eine Firma aufgebaut, die eben das mit vertreibt und da haben wir aber alles dann zurückgebaut. Also heute haben wir halt im Endeffekt nur noch die Nahrungsergänzungsmittelfirma und die Praxis. Und die Praxis haben wir dann weiterentwickelt bis hin zur, ja, jetzt mittlerweile auch Praxis, die Blutwäsche anbietet. Und wir können im Endeffekt die Menschen reinigen und das Zeug, das Gift rausholen, die Entzündungsmediatoren rausholen. Also wir haben sehr viele technische Anwendungen, die wir jetzt auch in der therapeutischen Richtung angehen, die Magnesium-Sauerstoff-Spritzen nach Professor Lehniger, Infusionskonzepte, die sich in dem Laufe der Jahre entwickelt haben. Natürlich die Supplements, ganz viel Schulmedizin auch noch, weil Schulmedizin ist nicht schlecht, im Akutfall ist das super. Und auch Leute, die Entzündungen haben, da gibt es tolle Biologicals, da gibt es tolle Medikamente auch gegen Entzündungen. Also wir nehmen aus jeder Welt sozusagen das, was gut ist und kombinieren das. Und unsere Stärke ist eben halt, dass wir nicht fokussiert sind auf eins. Wir sind halt nicht nur auf einem Auge unterwegs. Ja, so ein Schulmediziner, der richtig gut ist. Da gibt es ja sau viele, die sich da reingefuchst haben in die Schulmedizin. Die sind aber auf einem Auge blind und das hat deren Problem. Das wissen die aber nicht und das akzeptieren die meisten von denen auch nicht. Ja. Aber im Großen und Ganzen gibt es eben mehrere, sag ich, medizinische Augen, nämlich die Schulmedizin oder die Alternativmedizin, die es gibt. Und im Grunde und Ganzen ist es aber eine Universalmedizin. Es gibt halt einfach nur Leute, die meinen, wenn man sich einen kleinen Teil rausnimmt und behauptet, das ist der Teil der Medizin, der einfach nur sinnvoll und gut ist, ja, das ist halt einfach nur dumm. Ja. Für alles offen bleiben. Man kann nicht hier hergehen und sagen, ein chinesischer Arzt, der vor 2000 Jahren erfolgreich Magen-Darm sozusagen mit Kräutern behandelt hat, das ist ein dummer Arzt. Also das ist er ja nicht. Ja. Zu dem Thema habe ich übrigens noch eine tolle Studie gelesen, weil ich habe ja schon vor Jahren zum Beispiel mit dem Thema Biofilm angefangen. Da wurde ja auch immer nur hier. Ja, wenn du dir aber mal in die Literatur gehst und schaust, Biofilm, das wurde ja schon in den 60er Jahren gefunden. Ja, das ist ja ewig alt. Ja, und jetzt sogar moderne, in der Uni Wien hat man ihn sogar endoskopisch finden können, 2021, glaube ich, ist Uni Wien, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das heißt, das sind alles Themen, die du auch in der Schulmedizin findest. Ja, aber die meisten Schulmediziner finden halt einfach nur, weil sie hören Biofilm esoterisch, beschäftigen sich nicht damit, weil sie noch nicht mal in der Lage sind, in der eigenen Welt, in der Evidence-Based Medicine, in die Datenlage zu gehen, sich die Studien anzuschauen und zu sehen, ja, Evidence-Based Biofilm gibt es ja schon längst, ja. Sie lehnen es trotzdem ab und das ist einfach dumm. Wie würdest du dann die Missstände der aktuellen, also sag ich mal, Gesundheits- oder der Schulmedizin, der Gesundheitspolitik, die auch, wo ja auch die Pharmaindustrie einiges mitzureden hat, wie würdest du es in wenigen Sätzen zusammenfassen? Was sind aus deiner Sicht, was läuft da nicht rund? Das Kernproblem ist die Bildung. Also das ist das absolute Kernproblem. Ein Staat, der sich die medizinische Bildung
wegnehmen lässt. Ja. Oder Hauptteil des Monopols der Bildung. Oder der die Bildung einfach nicht im Griff hat. Ja? Man darf ja eigentlich gar kein Monopol der Bildung haben, das ist ja eigentlich falsch, sondern eine Bildung muss ja auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Und das ist das Entscheidende. Und die Grundbildung, die gehört vom Staat, ja, die gehört über die Schule und über die Universität gegeben, was ja da ist. Aber die muss halt unabhängig sein. Und das ist das Entscheidende. Und du kannst ja nicht hergehen und denen die Gelder nicht geben, die die brauchen. Und dann überlegt sich natürlich eine Universität heutzutage, was mache ich jetzt, wenn ich Gelder brauche für Forschungszwecken, für meine Leute, für meine Angestellten, wenn meine Stellen begrenzt sind, ich kein Budget habe. Und dann kommt es halt zu solchen Themen, wie es halt heutzutage kommt, dass andere Drittmittel zur Verfügung stellen und wer stellt Drittmittel zur Verfügung? Natürlich Leute, die Interessen haben, ja, also Pharmaindustrie hat Interesse an Forschung und dann wird da was. Interessensgruppen, die das zur Verfügung stellen, weil sie die Forschung in eine bestimmte Richtung drängen wollen oder was auch immer. Und das ist das, was wir halt heutzutage absolut falsch machen. Wir haben kein vernünftiges Konzept mehr, wie ich eine unabhängige und diversifizierte Bildung ermöglichen kann, wo im Endeffekt die Leute, die was gelernt bekommen, also die Studenten, die Möglichkeit haben, aus verschiedenen Quellen, aus verschiedenen Richtungen diese Bildung zu bekommen und sich dann selber zu überlegen, was davon wie zusammengehört und was für sie passt. Sondern man wird heute immer mehr in eine Richtung gedrängt, auch aus den rechtlichen Themen heraus. Ich hatte ja schon viele auch Themen mit Prozessen, die ich beigewohnt habe als Zuhörer oder wo man selber auch mal betroffen war, wo ich einfach so mitgekriegt habe, auch wie Richter zum Beispiel denken. Das ist ja so dermaßen strukturiert läuft das ja ab. Das ist ja auch einfach ein Prozess und dieser Prozess ist im Endeffekt auch durch die Evidence-Based Medicine sehr eng geworden, sehr klein geworden. Das heißt, die können auch nicht mehr nach rechts oder links schauen, sondern die sind einfach auch da in ihrem Tun und Handeln und in ihrem Denken mittlerweile so gefangen, dass wir halt momentan in eine Richtung gehen, wo unsere Medizin, wo der Kreis der Möglichkeiten für eine gute Medizin, der wird immer kleiner, der wird immer mehr eingeschränkt durch rechtliche Vorgaben, durch Denkprobleme, ja, durch die fehlende Offenheit, durch mangelnde Bildung. Und am Ende kommt dann eben eine Medizin raus, die nichts mehr kann, die nur noch einen ganz kleinen Teil hat, der rechtlich komplett abgesichert ist, wo du dann auch alles falsch machen kannst, wo du aber trotzdem abgesichert bist, weil es eben dann die Evidence-Based Medicine ist. Und wenn du Evidence-Based Medicine Krebstherapie machst und der Patient stirbt, dann ist es okay. Und wenn du Evidence-Based Medicine nicht machst, aber eine andere Medizin machst, die vielleicht sogar besser ist, die statt 70% Heilung 100 oder 90% Heilung hat, und du machst dann Fehler, dann bist du aber gleich rechtlich dran, weil du hast ja nicht Evidence-Based Medicine gemacht, obwohl du die bessere Medizin machst. Und das ist unser Kernproblem, ja. Wir haben also durch den Versuch, das Ganze zu strukturieren, ja, das ist ja immer das Thema, wenn du versuchst, ein System reinzubringen, damit es rechtlich safe ist, damit es finanziell safe ist, damit es von der Bildung safe ist, du willst dann eine Struktur bauen. Und diese Struktur ist so klein und so eng geworden, dass im Endeffekt jetzt nur noch Schrott rausgekommt. Ja, weil alles andere, was nicht mehr in diesen kleinen, engen Kreis passt, ist halt nicht mehr okay. Und wir haben halt sehr viele Ärzte, die das nicht verstehen und in diesem kleinen Kreis jetzt zu Hause sind. Und das ist dann deren große Welt. Ja, die leben in diesem ganz kleinen Bereich der Evidence-Based Medizin und verstehen nicht. Das ist so wie, ich sage mal, so wie auf der Erde. Das kann man genauso mit der Erde vergleichen. Das ist eigentlich dasselbe Denkproblem. Ja, du lebst auf der Erde und stehst morgens auf und schaust dir diese Erde so an und denkst, wow, toll, da ist ein Himmel, und da sind ein paar Bäume und da sind ein paar Tiere. Und denkst du, das ist das Universum. Du denkst, das ist die große Welt. Ja, das ist alles. Das ist das große Ganze. Ja. Und du kannst dann nur mit dieser Erde kommst du nur klar. Und alles, wenn dann einer sagt, da oben ist doch eine Sonne, ist doch ein Planet, ja, dann ist das schon zu viel für dich, weil das ist ja schon außerhalb der Erde und das verstehst du schon nicht mehr. Und wenn da sagt einer, die Sterne da oben, da gibt es andere Galaxien und da gibt es vielleicht andere Menschen und das ganze Universum ist viel, viel größer, das ist nicht mehr für dich erkennbar. So wie, keine Ahnung, früher, vor 100, 200 Jahren, die Leute, da war einfach auf der Erde Schluss. Und bei uns ist es heute in der Medizin so, die Standardmediziner, die kennen nur noch diesen einen Planeten, die kapieren nicht mehr, dass es ein Universum da drumherum gibt, dass es Galaxien gibt, dass es alles viel größer ist und miteinander verbunden sind. Den Teil können sie und kennen sie nicht mehr. Und das ist unser Hauptproblem.
Da kommt natürlich jetzt die Frage auf, was würdest du verändern? Also was, wenn du was zu sagen hättest, sagen wir mal, du bist jetzt der Gesundheitsminister, aus meiner Sicht ist der aktuell nicht optimal besetzt, um es vorsichtig zu formulieren. Was wären so deine ersten Maßnahmen, die du umsetzen würdest für mehr Gesundheit? Die ersten Maßnahmen. Das ist eine echt gute, richtig gute Frage, weil eigentlich müsste man über diese Frage tatsächlich richtig, richtig lange nachdenken, weil es ja ganz, ganz viele Hebel geben könnte, um das Ganze anzugehen. Aber das allererste, was es bräuchte, es dürfte an der Spitze, in diesen Entscheidungsgremien und im Bundesgesundheitsministerium, dürfte es keinen einzigen Angestellten mehr geben, keinen Minister, der auch nur irgendeine Verbindung in finanzieller Hinsicht zu irgendeiner Institution, einer Firma oder sonst was hat. Weil das muss einfach komplett weg, weil du wirst dann einfach korrumpiert und es muss eine völlig unabhängige Instanz oben gehen, die halt offen ist für diese verschiedenen Möglichkeiten. Und das ist mal der allererste Schritt. Man muss das Thema Korruption in den Griff bekommen und diese Interessensproblematiken in den Griff kriegen. Also der sogenannte Lobbyismus, der muss einfach weg. Ja. Und wenn man dann Lobbyismus betreiben will, weil man sagt, okay, ich brauche aber irgendwie Input von außen, dann muss dieser Lobbyismus halt eben so sein, dass alle die gleichen Rechte haben. Ja. Also nicht irgendwie die Pharmafirmen mehr Recht haben als die Nahrungsergänzungsmittelhersteller zum Beispiel. Ja. Also man muss da offen einfach sein bei den Diskussionsrunden. Also, aber das wäre so, diese Unabhängigkeit, die muss man von Anfang an schaffen. Und man muss unabhängige Forschungsinstitute schaffen, die auch nicht von der Industrie bezahlt werden. Forschung muss, wenn sie unabhängig sein ist, vom Staat bezahlt werden. Ja, komplett vom Staat. Und wo im Endeffekt jede Forschungsrichtung die gleiche Berechtigung hat und das Geld bekommt und wo dieser Lobbyismus absolut auf ein Minimum runter reduziert wird. Also nur so kann man es im Endeffekt schaffen, unabhängige Forschung zu bekommen, zum Beispiel auch zu Themen wie Vitaminen, wie Mikronährstoffen, was ja heute nicht gemacht werden, wo nicht das Interesse eines Produktes dahinter steht, mit dem man Geld verdienen kann, sondern das Produkt einfach die Wissenschaft zu bereichern, wie die Chinesen das halt einfach machen heutzutage. Ja. Die machen unabhängige Forschung, die forschen einfach nur noch, oder ist häufig wegen um des Forschens willen, einfach um die Wissenschaft voranzubringen. Und das muss man als nächstes tun, dass man diese Forschung wieder auf eine völlig unabhängige und finanzierte Basis stellt, wo man das Ganze dann eben auch ja, sich diese Gelder besorgen kann. Und dann braucht es im nächsten Schritt, und das fehlt heutzutage komplett, jemand, der diese Forschungsergebnisse auch analysiert. Das braucht es eigentlich dafür schon alleine eine Behörde. Weil das Forschen selber, das haben wir ja sogar. Also wir bräuchten das gar nicht mehr aufbauen, weil inzwischen ist die Welt so groß, da machen das die anderen für uns. Also Thema Deutschland steigt den Berg runter, was angeht. Wir waren mal ganz oben, aber inzwischen steigt man bei vielen Dingen den Berg runter. Und andere steigen den Berg rauf und sind jetzt am Gipfel. Und wenn du dir die Chinesen anschaust oder das Paradebeispiel für intelligente Forschung sind die Japaner. Japaner sind uns ja 10 Jahre in der Medizin voraus. Ja. Japaner haben nur das Problem, dass sie das nicht mitteilen. Ja, die machen zwar ihre Papers und tun die auch irgendwo hinstellen, aber der Japaner interessiert sich nicht, ob der Europäer oder der Amerikaner seine Forschungsergebnisse liest oder umsetzt. Die leben in ihrer eigenen Welt und die machen in ihrer eigenen Welt für ihre eigene Bevölkerung eine ganz andere Medizin. Da schlackern wir mit den Ohren. Die sind so viel weiter, ohne dass sie darüber groß reden. Also du brauchst natürlich dann irgendjemand, der diese Ergebnisse sichtet. Du brauchst eigentlich eine Institution. Da müssen 1.000 Leute drin arbeiten, die nichts anderes machen als diese Ergebnisse der Studie, diese ganzen Studien, die sichten und in Konzepte bringen, Behandlungskonzepte bringen und diese dann auch umsetzen. Ja, was nützt mir jetzt eine japanische Forschung zur Stammzelltherapie, wo wir jetzt zum Beispiel mit Immunstammzellen wissen, dass deren Effektivität x-fach höher ist als die momentanen herkömmlichen Stammzellen, wo wir Krankheiten wie Diabetes, also auch neurologische Erkrankungen mit diesen Stammzellen angehen können, super Heilungseffekte haben. Was nützt mir diese Forschung, wenn die kein Mensch liest und kein Mensch in die Umsetzung bringt? Ja? Das heißt, ich brauche endlich eine Behörde, die das neue Wissen integriert. Das sollen ja bei uns die Fachgesellschaften machen. Aber das ist ja, lachte dich ja tot. Ja, eine deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin, die glaubt ja immer noch, dass du 7 Mal Obst und Gemüse am Tag essen sollst und deine Ernährung zu 60% aus Kohlenhydraten bestellen soll. Also wo bringt so eine Gesellschaft auch nur irgendeine medizinische Erkenntnis mal in die Umsetzung? Das funktioniert halt alles nicht. Und so, das sind so die Dinge, die ich machen würde. Unabhängigkeit oben, sozusagen, dann Forschungsgelder vom Staat, aber auch
dann diese Forschung tatsächlich in Konzepte bringen. Und das ist das, was komplett fehlt. Das ist einfach eine komplette Lücke. Wenn wir das nicht hinkriegen, dass wir Leute finden, die diese Forschungserkenntnisse in Konzepte umsetzen, die sie dann auch zur Verfügung stellen, ja, dann müsste das Wissen ja auch weitergegeben werden, dann werden wir natürlich nicht weiterkommen. Ich glaube, in Japan ist es so, ich habe da mal gehört, dass auch die Mikronährstofftherapie gesetzlich unterstützt wird. Also, dass sie auch messen, okay, wo sind Mängel und dass die das dann auf jeden Fall gut bezuschusst kommen oder dass das halt ja, begünstigt wird, wenn dass die Leute von den Nährstoffen her gut aufgestellt sind. Das sind wir hier auch noch ganz weit davon entfernt. Ich habe jetzt gerade gesagt, die Japaner sind 10 Jahre voraus. Das war natürlich ein Witz. Die sind 30 Jahre voraus oder 20 Jahre. Also in Japan ist eine ganz andere Medizin und auch eine ganz andere Ethos und Pathos bei diesen Geschichten. Es ist Wahnsinn, wo die sind. Also die können Dinge, da träumen wir einfach von. Und die wissen Dinge auch in der Behandlung, wie du sagst, Mikronährstoffe. Bei Osteoporose arbeiten die halt sehr stark zum Beispiel mit Vitamin K. Ja? Und haben da super Erfolge. Da braucht es keine Bisphosphonate oder irgendwelche anderen Medikamente, die saumäßig teuer sind, sondern da hat es ein banales Vitamin, mit dem die super Erfolge haben. Und auch bei vielen anderen Erkrankungen nehmen die halt hochdosiert Mikronährstoffe her, wie du schon gesagt hast, und haben das auch verankert. Also die sind einfach von vielen, vielen Dingen ganz weit. Das hat auch sehr viel mit deren Ehre zu tun. Ja. Also die haben halt dieses Ehrverständnis. Und der Arzt, der da arbeitet, der hat auch dieses Ehrverständnis, dass er eben das Beste für seine Patienten möchte. Und deswegen stecken die nicht ganz so in dieser Evidence-Based Medizin fest, weil die eben auch noch aufgrund schon alleine ihrer Ehrvorstellung das Beste für einen Patienten wollen und nicht das, was die Pharmaindustrie für die gefunden hat. Lass uns noch zum Schluss ein paar praktische Dinge ansprechen. Also du hast ja gesagt, was du ändern würdest. Du hast das jetzt sehr von oben herab sozusagen, also nicht von oben herab, sondern du hast gesagt, man müsste grundlegend vieles revolutionieren. Was wären so aber noch so ein paar Basistipps, Basismaßnahmen, wo du sagst, mit denen man die Gesundheit der Bevölkerung mit wenig Aufwand um relativ viel Prozent steigern könnte? Die Gesundheit der Menschen steigern. Ja, das ist eine gute Frage. Also, man müsste, das Problem bei Gesundheit von Menschen ist Wissen auch. Ja. Wir können die Gesundheit, ich könnte jetzt sagen, Öle, Öle, Öle. Ja. Also das wäre so ein Basistipp zu sagen, ihr müsst alle Öle, Öle, Öle nehmen, das ist wichtig für eure Zellmembran. Aber wenn ich das dem Patienten erkläre, der macht das ja nicht. Ja. Das heißt, man braucht auch natürlich da erst in der Linie mal das Wissen, man muss das Wissen weitergeben. Also Aufklärungskampagnen werden zum Beispiel ganz simpel. Das kann man über Fernsehen, über Radio, über Instagram, über YouTube machen. Hat man ja beim auch gemacht, man hat ja aufgeklärt, dass es eine tolle, sichere Impfung gibt. Und das kann man natürlich auch für die Gesundheit machen. Also wenn man wüsste, was jetzt wirklich Gesundheit bringt, könnte man natürlich darüber aufklären. Und das ist aber auch das Entscheidende, weil die Leute, die nicht aufgeklärt sind, die das Wissen nicht haben, die setzen das nicht um. Und man muss den Leuten einen Anreiz geben. Ja, man muss den Anreiz geben, dass wenn sie sich um ihre Gesundheit kümmern, also diese Umstellung von Krankheitsmanagement auf Gesundheitsmanagement wird ja immer diskutiert. Wenn man sich um seine Gesundheit kümmert, wenn man die Basisparameter einhält, wie Gewicht, wie Sport, wie was weiß ich, Ernährung, Schlaf etc. Wenn man das alles einhält und sich darum kümmert, dann muss halt der Krankenkassenbeitrag sinken. Dann muss es halt Anreize geben. Dann muss man Supplements, was weiß ich, beim Bundesgesundheitsministerium Shop für Supplements, müssen wir die halt vergünstigt einkaufen können oder was auch immer, ja? Damit eben die Leute eben diese Anreize haben und das dann auch umsetzen. Also Bildung braucht es und Anreize, ganz klar. Ja, ich würde sagen, davon sind wir aber meilenweit entfernt, um nicht zu sagen Lichtjahre. Deswegen haben wir beide uns ja auch dazu entschlossen, so euch mit auf eine gemeinsame Healing Journey, eine Gesundheitsreise, eine Heilungsreise zu nehmen, wo wir die aus deiner Sicht so wichtigsten, relevanten Punkte ansprechen, gut strukturiert und wo dann auch nach jedem Video jeder einen Mehrwert hat und sagen kann, okay, das kann ich jetzt umsetzen für meine Gesundheit. Dadurch werden die Leute profitieren. Auch nach deinem Prinzip ist das geordnet nach dem Causa-Logica-Prinzip. Vielleicht kannst du noch kurz sagen, was bedeutet dieses Causa-Logica-Prinzip in wenigen Sätzen? Genau, Prinzip der logischen Ursache. Das heißt, wenn ich die Ursache für Krankheit weiß, dann kann ich sie dementsprechend auch behandeln.
Und es gibt natürlich nicht eine Ursache für Krankheiten, sondern es gibt viele Ursachen für Krankheiten. Deswegen hat das Prinzip auch viele Kategorien und wir werden halt die Ursachen für die Krankheiten eine nach dem anderen durchgehen und dann dementsprechend auch die Therapieoptionen. Und das macht das Ganze so spannend, denn wir gehen einfach von der symptomatischen zur ursächlichen Medizin und dann erklären wir sozusagen bei den verschiedenen Folgen, die wir jetzt produzieren, welche Ursachen man wie behandeln kann. Und wenn man die dann miteinander kombiniert, die Synergie hat, also wenn ich verschiedene Ursachen kenne, es gibt ja auch die Hallmarks zum Beispiel, um das zu verdeutlichen, des Alterns. Die wurden ja von den Universitäten erarbeitet. Das sind, glaube ich, 12 Hallmarks of Aging. Und eine, ich mal, Ursache ist zum Beispiel DNA-Schäden. Ja? Man sagt, also, wenn man DNA-Schäden hat, dann wird man älter. Und DNA-Schäden sind also anerkannterweise ein Hallmark of Aging, also damit auch eine Ursache von Krankheit. Ja, Altern ist ja eine Krankheit, wenn man so möchte. Und dementsprechend gibt es also dann auch Lösungen. Wie kann ich also die DNA-Schäden sozusagen wieder verhindern oder wie kann ich sie auch wieder umdrehen? Wie kann ich die DNA wieder reparieren? Und das ist dann halt eben Ursachenmedizin. Und genau das werden wir durchgehen. Genau, und da haben wir schon wirklich einiges ausgearbeitet. Es werden viele Videos und Beiträge folgen, wo ich den Chris löchern werde und ihm probiere, all sein wichtiges Wissen zu entlocken, sodass ihr davon profitieren könnt und dass auch wirklich nach jedem Video da ein großer Mehrwert da ist und ihr die Dinge auch umsetzen könnt. Du hast gesagt, wir werden viel über die Ursachen sprechen, wir werden aber auch viel um zum Beispiel spezielle Bausteine sprechen, die dabei helfen, Ursachen positiv zu beeinflussen sozusagen und demzufolge auch die Symptome positiv zu beeinflussen oder halt zu reduzieren oder wegzubekommen. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Ich freue mich über jeden, der da dabei ist und wir haben da echt einiges geplant und ich denke, wir werden da viele tausend Menschen erreichen und wenn Karl Lauterbach es nicht macht, dann müssen wir beides machen. Und ich denke, da werden wir einiges in die richtige Richtung bewegen. Ja. Also vielen Dank für jeden, der dabei ist. Vielen Dank an dich, Christian. Und ich freue mich schon auf auf unser erstes Video in dieser gemeinsamen Healing Journey, in dieser gemeinsamen Gesundheitsreise. Super schön. Ich sage auch ganz herzlichen Dank und freue mich auf die gemeinsame Reise. Tschüss und bis bald. Bis bald. Tschüss.